Hört, hört, Maus trainiert. So, aber Attacks mit einem schnellen A-Rush. Wollen sie anscheinend wirklich keine Zeit verlieren. Aber dass sie das Spiel trotzdem ernst nehmen und wir nicht die Befahrung von den Wolves sehen. Bomb plant relativ easy und man pusht City Base. Gefällt mir. Predige ich ja schon immer. So, da scheinen sie echt die Pistol easy peasy zu gewinnen mit einem A-Rush und so sieht es auch aus. 1:0 für Attacks. SK hat sogar einen Frag bekommen. Na, bin ich mal dann auf die Equipped Rounds gespannt. So, auch hier ein Instant Bego. Also nicht, dass wir jetzt die ganze Zeit Rushes sehen. Oh Gott, da haben sie nicht das Eck gecheckt. Wie kann man das bitte vergessen? Oh, schade von Frost. Oh, wenn er ein Kit hätte, da könnte sogar Ninja Diffuse ansetzen. Wie weit sie alle weg sind. Da guckt keiner hin. Ach, jetzt. Ey. Wird sich Frost aber auch ärgern. Aber wie schlecht war das bitte von AT-Dude unten in das Eck nicht zu gucken. Danach räumen sie mit den MPs auf. So, wieder Argo. Nur Nico leider. Nico da. Und die Wolves waren die auf dem. Ja, die waren auf der Dreamhack. Gruppenphase hatten sie die überstanden. Ich glaube nicht, ne? Haben aber, glaube ich, ein gutes Turnier gespielt. Ich kann mich gerade nicht mehr dran erinnern. So, 3-0 Attacks. Jetzt kommt es drauf an. Nico werden wir sicherlich mit AWP sehen. Würde auch direkt auf Felix treffen. Wer ist denn Malte? Spielen die ja auch mit Standing oder was? Malte B. Jetzt mal nachgucken. Boah! Nico gar nicht so ein starker AWP, wie man sonst von ihm gewohnt ist. Dafür SMF. Schönes Aiming. Boah! Schöne Headshots von ihm. Boah! Krass. Schöne Runde von ihm. Crystal letzte stirbt gegen den ominösen Malte. So, wer ist das denn? Wir haben Frost. Wer ist denn Frost? Also Glaive, Herdenhund, Nico SMF. SMF haben wir, Nico haben wir. So, da müsste einer mit den halt Hunden sein, einer müsste Herden sein und einer müsste Glaive sein. Und ich soll jetzt rauskriegen, wer wer ist. Cool. Naja, dann sehe ich, sag es einfach so, wie sie dastehen. Kann ich mir jetzt auch nicht weiter behelfen. So, Attex hat auf jeden Fall nochmal gekauft. Gegenflash von Nico gegen die Action. Boah, da sieht man's grad, hat man es gerade schön auf der Overview gesehen. Alle Ts waren blind. Boah, da hat der T richtig Probleme, da auf dem L hinten den Frag zu ziehen. Ah, Alter. Schaut drauf, den der Spot pusht. So, wird geholt. Schöner Molly in den Connector. SMF geht auch schon safe und Frost geht hinher. Nächste Runde für Attacks. Krass. Da liegen sie ja gerade doch ganz ordentlich vor.
So, Hawks haben mittlerweile jetzt auch gewonnen. 16 zu 5 gegen Baiki. Haben dann noch eine Runde abgegeben als CT. Keine Probleme an der Stelle. Navi gegen Virtus ist auch live. Virtus hat die Pistol gewonnen. Hier sind wir in der sechsten Runde. Attacks mit der Führung. SK spielt immer Mitte. Ah, nur im Haus oben, den macht Igor. Ansonsten ist der Spot frei. Durchkriegen. Aber einer schon im Döner. Rack hat ihn schon gesehen. Geht ihn schon jagen. Igor macht's auch gut. Ist schon Mitte oben. Also die CT ist gerade komplett eingekesselt. Muss aber im Jail aufpassen. Dort steht der CT. Sauber. Nur noch Frost. Mit der K. Den können sie sogar noch kriegen, wenn Igor reingeht. Aber Frost geht gut weg. Ah! What? Er hat den Frag gar nicht mehr bekommen. Rack holt ihn sich da noch. Warum Nico da jetzt so wenig Geld hat, verstehe ich so nicht. Ja, wobei, er hat da vorhin ja die Arme. Wolves entscheiden sich aber nicht zu kaufen. Und Alex wird gepusht in der Action. Mit einem Molly. Das sieht man ja bei den Teams mittlerweile auch relativ selten jetzt. Seit dem Fix. Seit dem Nerf. So, der Igor hält da wirklich. Och, alle vier Mann bitte der BMA. So, und der Frag will er noch. Den will er noch, auch mit seinem Low AP. Kommt an die Waffe. Dürfte aber gleich von Crystal geholt werden. Er macht den jetzt auch. 6-1 die Führung. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass Attix hier direkt so gut aufspielt. Aber erstmal die erste Halbzeit abwarten. Glaube nicht, dass sich Wolves hier so leicht geschlagen gibt direkt. Hat oben reingefahren. Schön hat die aber viel bekommen, aber. Boah! Schöner Frag da direkt. Gutes Pre-Aim und nur noch Crystal Bombe müsste da. Ich hasse, dass das immer noch buggy ist, dass man die Bombe nicht sieht. Auf der Overview. Doppel-AWP übrigens. Also, zweite Runde für die Dänen. So, Kami wundert sich auch, was das für ein Lineup bei den Dänen ist. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es hier ein anderes ist, als was bekannt ist. Glaive, Herden, Hunden, Nico und SMF. Die man so auch auf der DreamHack gesehen hat. Es wurde kein Wechsel oder so bekannt gegeben, deswegen gehe ich einfach davon aus, dass es ihre... dass es schon dieselben Leute sind, nur halt im Steam nicht so heißen, wie sie heißen sollten. So, man ist SK da immer allein und spielt da seine einstudierten Ghosts. Die klappen auch bisher ganz gut. Jetzt 3 gegen 3. Nach dem Kadek wird von hinten angeschossen. Hallo? Direkt rechts neben ihm.
Sie haben immer noch nicht gelegt. Darauf warten sie, glaube ich, gerade. Oh, das ist gefährlich im Timing. Zeska weiß, dass so eine ist. Oh, wichtig, dass er den Fleck zieht, auch wenn es nicht wirklich schön aussah. Den macht er aber und nur noch Frost. Gegen 2. Mit AWP auch. Aber er hat auch noch viel Equipment. Und das ist immer das, was mich irgendwie noch stört. Irgendwie ist es ganz komisch, wie Teams manchmal ihre Retakes spielen. Teilweise noch so viel Equipment immer, weil sie dann nicht loswerden, was einfach den Retake enorm erleichtern würde. Lässt man hier einfach an seinem Gürtel versauern, ohne jeglichen Nutzen. Ah, die waren mal nicht perfekt. Die haben wir schon schöner gesehen. Also sie haben auch immer schönes Zusammenspiel. Also sie kommen immer relativ zeitgleich raus. Am der Action und am Haus. Die Sache ist, Wolfs müssen es eigentlich mal jetzt verstanden haben, dass SK immer allein Mitte ist, der Rest 2 Action, 2 Haus. Jetzt ist die Frage, was man dagegen spielt. So, man agiert da wirklich nicht dagegen. Nico Mitte, Frost wieder am B mit Awe, also man setzt sie wieder auf Doppel-AWP. So, diesmal Fake. Boah, ekelhaftes Timing. Frost macht aber den ersten komischer Lag. Frost macht den zweiten. Schöner AWP bisher von ihm. Die A-Spieler immer noch am Leben. Zumindest Drak. Hätte er eigentlich machen müssen. Nur noch SK mit der Bombe. Trampelt da unten im Keller. Müsste schon gehört. Ja, wurde schon gehört von Nico. Und er wird den Station oben machen. Schön abgelenkt von dem CT dort. 30 Sekunden noch. Aber hier ist natürlich komplett, wo er ist. Frost. Aimt auch rein. Aufschlitz und macht den Frag. Also Wolfs, bisher die Runden, die sie geholt haben, waren glaube ich relativ eindeutig. Da haben sie immer nur eine Waffe verloren. Also sie sehen hier gar nicht so schlecht aus, wie es gerade vielleicht vom Score her ja, den Anschein hat. Ganz kurz AFK.
So spielt ihr das, tut mir leid, aber der Pizzamann wollte mir was überreichen und den kann ich natürlich nicht vor der Tür stehen lassen. So, zwei Runden oder so habe ich glaube ich verpasst. Rackham 1 gegen 2. Und verliert's. Wolves kommen hier immer mehr ins Spiel. Hat aber noch Geld. Schön, dass ihr den Auto-Direct genossen habt. So, wieder geht's A rauf. Ui, was ist das denn? Was wollte Nico sich denn da für einem Flecht basteln? Bombe aber hinten am Spot. So, wieder hat Alex Equipment. Oh, schöne Headshot. Also Igor. Ganz ehrlich, so schlecht ist der ja gar nicht als sechster Mann. So eine Art Blizzard. Premium Stand-in. Nicht, dass ich jetzt Igor mit Blizzard vergleiche, aber so vom. Boah, schön von Nico, hat ihn da gebankt. Bombe immer noch nicht geplantet und das wird jetzt ganz, ganz, ganz eng für Addex. Eigentlich unholbar. Sie haben keine Smokes mehr, es hat keine Flashes mehr. Wenn Wolves das klug spielen, ja, dann kann Addex hier nicht mehr legen. Das war vielleicht ein bisschen fahrlässig für Nico. Er weiß, wo der andere ist. 25 Sekunden. Oh, sieht er den Lauf? Extrem gut und die Zeit reicht sogar noch. Oh. Oh, mit 3 AP. Und er bankt ihn. Alter, wie knapp. Aber richtig gut gemacht für den Igor. Puh, da hätten sie Wolves fast nochmal aus der Hand gegeben, obwohl ich die Runde eigentlich schon gewonnen gesehen habe. Eigentlich dürfen sie das niemals dann noch in den 1 gegen 1 zu einem 1 gegen 1 kommen lassen. Sehr, sehr, sehr fahrlässig. Da müssen sie noch an sich arbeiten, was das Retaken angeht und das Vereiteln des Bombplans. Schönes Rufenwerfen. Nico immer über die Kiste. Geht denn der da hoch? Immer. Krass, da kommt man so hoch, einfach mit dem Rückwärtsjump. Wusste ich auch nicht. So, SK auch tot. Also das wird sogar eine 5er Runde, die 7. Gesetzt im Fall, Felix macht hier keinen mehr. Gammelt sich vielleicht noch einen ab. Aber Malte auch schon T-Base rein, also im B-Haus drin. So, und er macht den auch. Also, schöne Halbzeit, auch wenn ich hier leider ein paar Runden verpasst habe. Aber Wolves, trotz dass sie hier relativ hoch zurücklagen, sich gut zurückgekämpft. Haben anscheinend gut die Fehler analysiert. Und auch Nico hat dann endlich was getroffen mit AWP. Das war, denke ich, auch ausschlaggebend. Oh, der hat mit Maus DPS gespielt. Wusste ich auch gar nicht. B-Rush. Malte mit Tech 9 kriegen den ersten. Nein, da gibt es einen Team-Headshot. Nochmal ein Hit, oder? Sah zumindest so aus. Oh, der gast ein CT rein, ein T rein. Wird leider gefrackt von SK. Der Deck sitzt sogar in der Überzahl. Boah, da war so ein Nico. Wird gepusht von oben. Oh Gott. Und der Diffuse geht durch. Schön verteidigt von Attix, auch wenn sie den First Track kassiert haben, aber da haben sie einfach sehr, sehr viel Druck aufgebaut. Und die Ts konnten einfach über die Distanz mit den Glocks
Ach, werden ja nicht zu Unrecht Wasserpistolen, Spritzpistolen genannt. Sind auf Distanz einfach nicht so stark wie die P2000. Die Runde schon wieder ist. Oh, mit Time. Boah, was ein Ekel-Timing. Oh, Crystal mit der Bison, oder wie die heißt. Oh Gott. Alter, das kann nicht sein Ernst sein. Alter, lad nochmal nach. Jo, Hauptsache mit Pistole. Oh, sehr gut gemacht von. Boah! Aber Crystal auch direkt mit dem Reed. Oder hat halt sich selbst gehört. Boah, und ich glaube nicht, dass Nico mit ihm schon da so früh rechnet. Jetzt bin ich gespannt, was er sich für eine Plant-Position sucht. Boah, da darf er eigentlich nicht warten. Er darf eigentlich nicht schleichen. Aber jetzt ist es eh egal. Küste checkt jetzt erst noch den A-Spot. So, Nico geht ins Jail. Ob das jetzt eine gute Wahl war, wage ich zu bezweifeln. Na gut, Crystal hat keine Ahnung, aber er wird da gleich ins Eck gucken und so wie er dort steht. Ach, er guckt nicht mal ins Eck. Krass. Schön gespielt von Nico. Und Copenhagen Wolves haben hier ihre Eco gewonnen. Und ich glaube, das waren echt nur Glocks. Da sah Attack ist nicht gut aus. Jo, Kami schreibt auch, das Geld für die Tech9 kann man lieber sinnvoll in die P250 investieren. Sehe ich auch so. Ich verstehe nicht, warum man noch die Waffe kauft. Obwohl die, glaube ich, auch One-Shot gibt. Aber man muss einfach ja klicken wie ein Weltmeister. Die hat einen relativ niedrigen Schusstag, glaube ich. Wolves sehen in ihren Anti-Egos doch recht gut aus. Einer kommt da von hinten, wird schon abgeaimt. Schauen wir, was Igor machen kann. Also nichts kann er machen. 19-9 der Ausgleich. Alternate noch mit keinem Geld, aber vielleicht riskieren sie Famas oder so. So, wird das Pro für 13-0 gegen Navi. Jetzt irgendwie schleppend voran. So, jetzt hat Nico seinen Frag bekommen, dann kurz. Wie gesagt, Attacks noch in der Eco. Jetzt auch zum B. Und steht SK noch. Boah, Crystal. Hätte auch mal eher machen können. So, schlichte Pose genommen von SK. Crystal ist ja an die Waffe gekommen. Sollte sie sich eigentlich holen? Rechnen da schon mit kurz. Ist jetzt die Waffe oder? Ja, hat sie. Ah, das ist das Gute an Go oder halt an Source. Dass man sieht, was die für Waffen auf dem Rücken haben. Und man sieht ja eigentlich sogar die Granaten am Gürtel. Aber das brauchen wir nicht unbedingt, da wäre mir das gute Overlay dort.
So, Alternate auf jeden Fall unter Zugzwang. Oh, aber kriegen den First weg. Ein bisschen seltsamer Rush. Attacks hat direkt zu zweit die Mitte geblockt. Wolves fahren jetzt über Action raus. Nico verschießt. Oh Gott, da haben die Wolves extreme Probleme und jetzt kriegen sie einfach die Granaten ins Gesicht. SMF schiebt nochmal nach über Mitte gestanden. Boah, und Nico fährt einfach rein. Krasse Verteidigung von Attacks, aber der Goal war halt auch nicht so toll. Die Flex haben halt einfach nicht gesessen am Spot. Und dort am L, dann kassierst du einfach eine Fläche nach der anderen, eine HE nach der anderen. Dann kommst du halt nie mehr raus. Was macht SMF da? Ah, ruft die Swoke, mal sehen, ob er sie kann. Jupp, die sieht ja mal schön aus. So, und da ist Igor nämlich komplett weggesmoked. Geht gerade den Weg nicht raus. Aber hacken mit dem ersten. Ein T unten. Das sieht wieder nach Argo aus. Vielleicht boostet man sich noch. So, rechts muss er aufpassen. Da dürfte Rack stehen. Ja. Schiebt jetzt laut weg. Oh, jetzt vielleicht die Chance, da durchzukommen. Der hat aber gerade einen CT übernommen. Den Döner. Wo Smokes, damit man besser über Connector hochgehen kann. Nein, warum jumpt der da so rum? Igor macht so einen krassen Job heute. Da schießt Attex einfach alles weg. Attex ist ja... Also... Wenn sie teilweise Spiele verlieren und manche Runden nicht so klug ausspielen, aber vom Aim her können sie eigentlich mithalten, finde ich. Die hauen schon teilweise kranke Shots raus, muss man sagen. Ich finde es ein bisschen schade, dass man die bisher nicht auf einem Event gesehen haben, international. Gucken mal, dass sie da in Zukunft auch irgendwas anstreben. Gut, EPS Finals hat man jetzt kommende Woche. Aber ich habe von internationalen Events geredet. So, da kommen sie ihrem zweiten Sieg von heute ein ganzes Stück näher. Nico wieder Awe, wir sehen ob das SMF wieder die Smoke wirft. Nee, keiner. Bauen direkt B auf zu fünft. Werden auf Felix treffen. Boah, Attex riskiert wieder was. Super viel Kontrolle jetzt schon. Felix muss jetzt aufpassen. Ah, der riskiert. Ah, geht er an das Eck. Gar nicht mal so schlecht. Und Rack kommt von hinten. Boah, er muss schleichen. Hallo. Oh. So, spielen jetzt Instant Go. Felix hat jetzt seine Pose gewechselt. Macht ein, macht zwei. Macht nicht drei. Doch, nein, Igor war das. Igor und Crystal gegen zwei. Schöner Headshot von Crystal und nur noch Nico oben im Haus. Den macht sich auch Crystal zurecht. Krass. Schöne Verteidigung. Bisschen stumpf da reingerannt von Rack, muss man einfach mal sagen. Der hätte die Runde fast nochmal blöd. Also er hat sich halt blöd anfangen lassen für Attex. Aber zum Glück hat Felix dort gut mit der Smoke arbeiten können. Zwei gemacht. Igor schnell zur Stelle. Attex hatte schließlich die Kontrolle. So, auch mit den schnellen Akkus habt ihr eigentlich nie Probleme. Und jetzt steht es schon 14 zu 10. Und ganz ehrlich, ich habe die Wolves heute als Favorit gesehen. Gerade
Zumal jetzt auch Eska mitspielt. Hentai fragt, ob die NoScout eigentlich international ist. Jop. Es werden internationale Teams teilnehmen. Also, Very Games ist, glaube ich, sicher. NIP, glaube ich, auch. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Und ein paar deutsche Teams wurden auf jeden Fall auch eingeladen, aber da gibt es wohl Probleme. Die genauen Teams werden meines Wissens nach nächste Woche bekannt gegeben, nach dem Wochenende. Da wird man dann die Teilnehmerliste erfahren. Wieder alle Mitte versammelt. Haben sich aber noch nicht entschieden, doch jetzt scheint es zum B zu gehen. Igor aber wieder in der Küche. Felix schnappt sich den, der allein war. An kurz. Die Bombe ist da down. Igor verschießt leider. Die Gegenfläche ist, das kann man so viel geiler spielen. Die wissen, dass sie da kommen und sie werfen trotzdem nichts. Das verstehe ich nicht. Kann mir das mal jemand erklären? Warum man da nichts wirft und man genau weiß, dass sie dort kommen. Dass sie da rausspringen und alles. Weil ich verstehe es, dass Crystal sich nicht unbedingt verraten will an der Kante. Aber ich weiß nicht. Eigentlich unnötig abgegeben. Sie wussten genau, dass der Go kommt. Sie hatten die Bombe. Wenn sie da ein bisschen was Haus werfen, die T's nicht vorkommen lassen, dann ist es eigentlich Win. Oh, Catrid war aber wieder schneller. Also, die haben da schon eine Pre-Liste. Eine gute Runde von Attex bisher. Bombe scheint irgendwo zu liegen. Nee, Nikola hat die, glaube ich. Also Nico. Also Attex spielt extrem mittellastig. Schöne Flash. Konnte Crystal den Frag setzen. SK. Oh. Holt den sich da und nur noch Wolf, SMF. Ohne Bombe, die ist am Connector down. Die könnte er eigentlich. Wäre jetzt eigentlich gerade noch rangekommen. So, da nehmen sie ihn beide ab. Leider keine Chance. Alternate schon mal mit dem Draw. Krass. Kann ich nur noch mal betonen. Wolves kaufen selbstverständlich, was geht. SMF. Ui, die kommt hoch. Ne, hat gereicht. Fast nur Galils. Okay, 3er Gas. Diesmal steht der Text auf jeden Fall zu dritt am A. Rack wieder kurz an seine Posi. Oh, diesmal steht Felix. Jetzt kommt es mal auf Rack drauf an. Schöne Flech drüber. War gut gespielt bisher von den Wolves. Oh, der Rack muss da sterben. Sehr schön. Ja, das war mal gut gespielt, nach dem First Pick da noch die Fläche zu fordern. Um den Kurzspieler da nichts zu ermöglichen. Das kann ich hier. Keine Ahnung, was das jetzt sollte. Aber eigentlich sollten sie das safen. Sie sind da komplett abgesmoked. Ja, richtige Entscheidung auf jeden Fall. Ich würde ja noch einen Draw. Uiuiui. Jetzt die AW noch picken. Crystal könnte da vielleicht noch rankommen. Oh, Crystal! Oh Gott, oh Gott. Schade.
Krass, nicht mal nach hinten gezielt. Geld haben sie auf jeden Fall. Einheit kriegst leider über 10.000. Zerlegt. Wieder konzentriert sich halt jetzt auf die Mitte. Etix, wenn SK mal ein bisschen aimen würde und ein bisschen besser schießen, würde er auch mal mehr Frags kriegen. Du musst aufpassen, der ist danach nicht gedeckt hinter ihm. Die Wolves sind auf A drauf. Nur Felix und Crystal. Oh. Wo stand Nico denn? Ah, auf der Kiste. Hat er da einen besseren Überblick. So, Crystal, wissen Sie. Müssten Sie eigentlich ungefähr wissen, wo. Dann da steht schon 13-15, geldmäßig. Müsste man kaufen können. Crystal muss eine legen. Felix vielleicht ein Famas legen oder so. Oder Crystal hat irgendwie Famas. Ja, auf jeden Fall kaufen sie. Aber falls sie die Runde verlieren sollten, dann sieht es ganz schlecht aus. Also sie. Leck mich doch am Arsch, Mann. Ist es denn zu viel verlangt, einfach mal alle Runden sehen zu können? Tja, somit kann ich nur spekulieren. Ich vermute einfach mal, dass die Runde an Etex ging. Sicherweise ist es natürlich nicht. Ach ja. Kurz auf die Alternate-Seite schauen. Steht es vielleicht schon drin? Nee. Noch auf live. Tja. Keine Ahnung, man müsste gleich auf Read mal gucken, ob das Ergebnis stimmt oder nicht. Ich vermute einfach mal, dass Etix gewonnen hat und gratulieren somit herzlich, denn das war ihr zweiter Sieg an dem Abend und damit haben sie sich ganz gut in der Tabelle hochgekämpft.